So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Heute schauen wir uns die Dehuka Skywalker in 24 Karat Gold etwas genauer an. An dieser Stelle eine Korrektur, das ist mir jetzt gerade etwas peinlich, aber es gab da ein Missverständnis. Die Pfeife ist nicht 24 Karat Gold, sondern nur golden Farben. Also werde ich da noch ein paar Korrekturen machen und achtet bitte einfach nicht drauf. Also nur golden Farben, nicht 24 Karat Gold. Wie immer werde ich zuerst einfach mal die Box anschauen, was wo wie verpackt ist und danach die einzelnen Teile genauer anschauen. Und ja, schauen wir hier mal hinein, eigentlich wie immer bei Dehuka in der Standardbox und das Mundstück musste hier gerade etwas los. Also ja, hier hat alles schön seinen Platz, schön im Styropor eingebettet das Ganze. Also da kann einem eigentlich nichts kaputt gehen beim Transport. In der zweiten Ebene ist dann auch die Bowl zu finden. Auch diese hat eine schöne Ausbuchtung und ist noch zusätzlich mit Bubble Wrap geschützt. Also auch der passiert nichts. Da sind auch Dinge wie zum Beispiel der Teller, Molassefänger oder der Kopf mit drin dabei. Aber ich denke, wir nehmen jetzt einfach mal alles raus hier und schauen uns den gesamten Lieferumfang mit an. Also wir sehen hier, hier ist wirklich eigentlich alles mit dabei, was man braucht, über Bowlschutz bis Schlauchhalter, Glaskopf, alles mögliche mit am Start, aber wir werden nachher noch auf alle Teile genauer eingehen, auch Knickschutzfeder, Molassefänger, findet man hier alles, ebenfalls noch eine Zange von Dehuka, eine Rauchsäule und Tauchrohr, braucht man natürlich auch zum Rauchen. Und ja, wir schauen uns das jetzt genauer an. Wir fangen wie immer unten an mit der Bowl. Die Bowl hat sehr, sehr schöne Handcuttings drin, wie ihr hier sehen könnt. Sieht sehr edel aus. Beim genauen Untersuchen habe ich eine Blase gefunden, vielleicht noch zwei, drei mehr, aber sehr, sehr kleine. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch hier kann man wieder diese Gummifüße dran machen, damit man die Bowl etwas härter aufsetzen kann, ohne dass sie kaputt geht. Finde ich sehr, sehr nice, dass das bei den Dehuka-Pfeifen eigentlich immer mit dabei ist. Und ja, wir sehen hier, die Base verfügt auch über einen Klickverschluss. Wenn wir von der Base sprechen, diese ist V2A Edelstahl. Verfügt über ein Closed Chamber System und ihr seht, das ist auch schön mit einem O-Ring abgedichtet. Die Schlauchanschlüsse, wie immer 18/8 Schliff eigentlich, 4 Stück mit dabei, könnt ihr sofort loslegen. Und mit einer Kugel drin, ich nehme immer eine raus, damit ich auspusten kann, aber das ist auch alles klassisch. Die Schlauchhalter verwende ich persönlich eigentlich nie, weil ich die einfach optisch nicht so schön finde, aber so würde man die montieren, wenn man die haben möchte an der Pfeife. Ich mache das jetzt ohne. Wie ihr hier seht, sind alle Anschlüsse auf der Base drauf, wie gesagt 4 mit dabei, sehr sehr nice auf jeden Fall. Das Tauchrohr ist teilbar und hat einen Diffuser mit dabei. Hier seht ihr, man kann unten ein Stück rausschrauben. Das ist nice zum die Länge verstellen. Und der Diffuser hat unten auch Löcher drin, was gut ist, damit etwas weniger Tabak drin hängen bleibt. Und ja, das Ganze installiert man eigentlich wie sonst auch immer. Einfach reinschrauben. Und ja, die Rauchsäule auch sehr schön gehalten. Auch diese ist teilbar, also die kann man verkleinert rauchen, wenn man möchte, mit 18/8 Schliff. Und ja, das ist natürlich auch nice to have, da kann man diese zwei Teile halt einzeln rauchen, was mir sehr gefällt. Mit dabei ist auch ein Glasmolassefänger, auch etwas spezieller, nicht so der Standard Glasmolassefänger, wie man ihn von anderen Pfeifen kennt. Den Teller machen wir wie immer mit einem Kopfadapter und dem Schliff an. Auch schöner Edelstahlteller. Kann sich definitiv auch sehen lassen und passt zu der Pfeife. Und ja, dann können wir schon schauen, was das Zubehör so liefert. Hier haben wir eine Knickschutzfeder, einen Silikonschlauch und ein Alu-Feinliner-Mundstück mit dabei. Also auch hier seid ihr gleich komplett ausgestattet zum Loslegen und natürlich darf man die Dehuka Ehrenzange nicht vergessen. Und ja, dann war es auch schon mit dem kurzen Unboxing. Wir gehen jetzt noch rein ins Fazit und zur genauer Beschreibung der Pfeife. So Freunde, dann kommen wir jetzt noch zu Verarbeitung, Preis und allem anderen Durchzug und so, was so besser geht als in der anderen Ansicht. Und entschuldigt meine Stimme, die ist heute etwas RIP, weil meine Allergie gerade reinkickt im Moment.
meine Nase läuft des Grauens und ich kriege immer wieder Niesanfälle. Ich hoffe, das passiert jetzt hier während dem Review nicht. Und ja, nochmal ganz kurz zwischendurch. Ich sehe immer wieder, dass viele Leute, die meine Videos schauen, mir noch nicht folgen oder noch kein Abo dagelassen haben. Also lasst doch bitte ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen. Somit unterstützt ihr mich und ermöglicht mir, es noch mehr Reviews zu machen. Und ja, dann legen wir gleich mal los. Also hier seht ihr die Pfeife, wie sie ganz aufgebaut ist mit Molassefänger und langer Rauchsäule. Ich glaube, ihr wisst ja Bescheid, dass ich eher kleine Pfeifen etwas mehr feiere. Deswegen zeige ich euch mal kurz, wie ich die Shisha rauchen werde in Zukunft vermehrt. So finde ich die Pfeife jetzt für meinen Geschmack schöner, weil ich, wie gesagt, kleine Pfeifen etwas besser mag. Einfach ohne Molassefänger und Rauchsäuleverlängerung. Persönlich bin ich auch nicht der größte Fan von Molassefänger, also nicht mehr. Aber das ist natürlich Geschmackssache und ist nice, wenn das alles mit dabei ist. Zuerst kurz zum Rauchverhalten. Also der Durchzug ist wirklich extrem angenehm und leicht, so wie ich ihn jetzt habe. Ich habe das Tauchrohr lang gelassen, also nicht geteilt, sonst wäre der Wasserstand etwa auf dieser Höhe hier. Und habe etwa 1 cm über dem Diffuser den Wasserstand und so ist der Durchzug wirklich extrem leicht. Also man hat noch einen minimalen Widerstand auf jeden Fall, aber muss jetzt nicht übertrieben fest ziehen. Man kann da natürlich etwas mehr Widerstand einbringen, wenn man den Wasserstand etwas höher macht. Aber ja, so finde ich ihn eigentlich extrem angenehm, den Durchzug. Schön leicht, aber trotzdem noch mit einem minimalen Widerstand. Zu der Verarbeitung noch, ich weiß nicht, wie viel das ich vorhin sagen konnte, aber für den Preis auf jeden Fall sehr nice. Also alle Gewinde laufen gut, ohne dass sie Spiel haben oder groß Geräusche machen. So, also ja, das ist alles auf jeden Fall top verarbeitet hier. Auch die Accessoires sind nice, also die Zange, schön dicken Edelstahl, auch schön in Gold. Das Mundstück ist einfach ein ganz normaler Alufeinliner und ich rauche jetzt nicht mit diesem Zeug hier, weil das anfangs immer noch einen minimalen Geschmack von der Produktion hat. Also die muss man immer zuerst gut durchspülen, vielleicht ein-, zweimal rauchen, dann hat man keinen Geschmack mehr. Und ich habe jetzt einfach mein Zeug genommen, das ich ohnehin schon hatte. Aber über den Kopf hier habe ich schon diverse Daily-Kupfer-Videos gemacht. Also den kann man auch ohne Probleme rauchen. Finde ich geil, wenn vor allem bei einer Pfeife in diesem Preissegment ein anständiger Kopf mit dabei ist, gleich mit HMD. Das lässt sich auf jeden Fall sehen und kann man gut gebrauchen. Und ja. Und vielleicht noch ganz kurz zum Auspusten. Ihr habt ja gesehen, das hat ein Closed Chamber System. Aber wenn man jetzt die Rauchsäule lang hat, sieht man, dass der Rauch hier unten unter diesen Wubbel geht. Und wenn ich jetzt mal auspuste, sieht man, dass da unten auch etwas Rauch zurückbleibt. Das ist ganz normal, weil das ist einfach physikalisch nicht möglich, dass das hier unten rausgespült wird. Wenn man das Ganze dann mit verkürztem Tauchrohr raucht und der Wasserstand hier oben ist, dann geht das easy zum Auspusten und ist sofort leer. Weil man dann einfach diesen Bereich hier oben hat und der geht viel, viel schneller leer. Also alles in allem bin ich extrem zufrieden mit der Pfeife und für den Preis eine 24 Karat Gold Shisha ist schon eine Ansage. Die Skywalker ohne Vergoldung. Und ja, nochmal aus dem Schnitt, das ist keine 24 Karat Gold Shisha, aber trotzdem ist die Verarbeitung sehr geil und Preis-Leistung stimmt trotzdem überein. Wenn das noch 24 Karat Gold gewesen wäre, wäre das zu schön, um wahr zu sein auf jeden Fall. Also jetzt geht's wieder weiter mit dem Fazit, also kein 24 Karat Gold. Der Rainbow kostet 179 Euro mit allen Accessoires mit dabei. Mit Vergoldung oder dem Rainbow-Effekt, da habe ich auch schon mal eine gezeigt, eine der Hookah Rainbow, kostet die Pfeife 200 Euro. Wie immer, Preise müsst ihr selber entscheiden, ob euch das eine Pfeife wert ist. Ich kann euch einfach hier sagen, Verarbeitung wirklich sehr stabil, Rauchverhalten sehr, sehr angenehm, riesen Lieferumfang mit dabei, also auch für Leute, die noch nicht das größte Equipment haben, sind danach perfekt ausgerüstet und können eigentlich direkt loslegen mit Tabak und Kohle. Und ja, wie immer, ich versuche die Videos etwas kurz zu halten, die Reviews, damit ihr einfach einen schnellen Überblick habt über die Pfeife. Falls noch weitere Fragen sind, gerne unten in die Kommentare rein. Und ja, wie vorhin schon gesagt, ich freue mich über jedes Abo, jedes Like und jedes Feedback zu den Reviews unten in den Kommentaren drin. Lasst mich wissen, was ich noch anders machen soll und irgendwelche Fragen. Einfach unten rein und ja, dann war's auch schon für heute. Ich wünsche allen noch einen guten Rauch und wir sehen uns schon bald beim nächsten Review wieder.